Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei Alkuchen. Ich habe ja vor ein, zwei Wochen ein Video gemacht, wo ich so ein bisschen über meine Kindheit geredet habe und ich habe auch gesagt, dass wenn ihr Bock habt, dann kann ich gerne mal in die Heimat zurückfahren. Und es haben alle Leute eigentlich gesagt, dass ich das machen soll, deswegen fahren wir jetzt nach Salzghetto-Bad. Es ist also wirklich, ich habe extra Messer dabei, hinter uns sind noch zwei SEK-Einheiten, damit wir da nicht abgestochen werden. Und ja, wir fahren jetzt einfach hin und dann zeige ich euch einfach mal, wo ich damals so gelebt habe, was ich so gemacht habe. Timothy ist auch dabei, seinen Kanal findet ihr ausnahmsweise in der Beschreibung. Junge, nice, man. Abonnieren. Jo Leute, das ist jetzt gar nicht bestellt, bin schon vorher rausgelassen. Ja, in der Straße hier, ich glaube Gertrudenstraße heißt sie, meine erste Wohnung, an die ich mich erinnern kann. Da Leute, da, film mal hin, oben links, wo dieses rote Ding ist, da habe ich tatsächlich mal gewohnt als erstes. Da, sah früher hier tatsächlich noch nicht so gut aus, also die hat noch nicht diese Steine, glaube ich, das wurde irgendwann mal geändert. Hier habe ich, glaube ich, irgendwie gewohnt, bis ich irgendwie so 7 oder 6 oder so war. Wir hatten hier sogar einen Garten, war ziemlich geil. Übrigens auch nochmal, das Ding hier ist übrigens von Into the M. Sieht man auch, weil hier steht Into the M drauf. 10% mit dem Code KuchenTV. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass jeder, der mit diesem Bastard befreundet ist, mein Feind ist. Und ja, hier auf dem Platz habe ich zum Beispiel richtig auf Fußball gespielt. Man kennt ihn oder so. Wäschspitz, hast du das auch gemacht? Ja, auf jeden Fall. Das war immer ziemlich geil so. Auch meistens alleine, aber einfach zwei Mannschaften gespielt. Das war immer sehr cool. Hier, das war unser Garten mal tatsächlich. Hier der erste direkt, glaube ich. Oder der zweite. Fuck. Du musst überlegen. Alter. Nee, es müsste der... Einer von beiden war auf jeden Fall unser Garten. Ich glaube, der zweite. Nee, der erste. Was denn jetzt? Digga, ich weiß es nicht. Der linke oder der rechte? Los, das überleg. Das Ding ist, ich bin hier mal also so planschen gewesen. Immer so ein Planschbecken. Eigentlich stand der mal rechts von dem Zaun, das geht ja da gar nicht. Also von dem Eingang, das müsste dann der gewesen sein. Also ich glaube der hier, weil der war glaube ich etwas größer auch. War, also ich finde so Garten eigentlich ganz cool. Der hier jetzt nicht, also generell hier ist halt Ghetto, man muss einfach mal sagen. Also wir sind hierher gefahren, wir haben 3 Deutsche gesehen, 30 Türken. Ja. Nichts gegen Türken, aber nee, Mann. Der hier hat sich auch echt Mühe gegeben, dass sein Garten heute gut aussieht. Also da merkt man auch, der steckt wirklich so Arbeit rein auch. Das finde ich cool, weißt du, wenn die Leute sagen, ja, ich habe den Garten nicht nur, weil er dabei ist, sondern ich kümmere mich auch wirklich darum. Der hier gönnt sich Mais oder so, was er da anbaut. So. Das ist eindeutig Mais, wie man sieht. Daneben, du. Ach, das ey. Auch, das wisst nur ihr, das weiß noch keiner, genau an dieser Stange habe ich mir, nee, okay, die war damals noch anders, habe ich mir mein Handgelenk gebrochen. Nein. Das einzige Mal, dass ich mir überhaupt was gebrochen habe, tatsächlich. Ach, Digga, man geht immer wieder zurück zu dem Tag, wo es passiert ist. Ja. Krass, so. Ja, damals war es aber noch was anderes. Also ich zeige euch einfach, wie das passiert ist. Also ich hing einfach, also da war es noch gerade so. Und ich hing und habe halt so geschaukelt und dann habe ich von hinten einfach, wollte mir Ansprung geben, aber ich wusste das nicht, ich hatte auch nichts gesagt. Da bin ich nach vorne gefallen und dann halt mit meinem Handgelenk auch, es hat ganz schön wehgetan. Alter. Das war echt mies. Ja, was wir hier im Spielplatz immer gemacht haben, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch gemacht, wir haben immer so Löcher gegraben und die verbunden, so ein Tunnelsystem so. Das habe ich nicht gemacht tatsächlich. Ja, was? Das scheiß Kindheit, ey. Das müssen wir unbedingt nachholen. Ja, Mann. Das müssen wir unbedingt mal machen für ein Video. Ja. Ja, geiler Spielplatz auch. Also hier merkt man auch so, die Stadt hat sich wirklich gedacht, so ja, was können wir den Kindern so gönnen, dass sie auch wirklich Spaß haben. Ja. So zwei WIP-Dinger. Der Sandkasten war auch nice, ey. Ey, die Bank ist schon kaputt, Digga. Das ist einfach der Twitter, so soll man sagen. Das ist echt traurig. Ja, auch ein Gedächtnisplatz hier. Ich weiß nicht, warum hier nicht mehr getrauert wird. Genau hier war mal ein richtig fetter Baum. Also der war wirklich riesig. Der war doppelt so dick wie die Bäume, die da vorne stehen oder so. Wir haben hier richtig gerne gespielt, weil es war auch so voll das coole Setting, so der Riesenbaum. Dann war da so ein Weg lang und so, so ein paar Büschen. Irgendwann haben die den einfach abgeholzt. Ja, war natürlich bitter so. Als 8-Jähriger kannst du auch nicht viel dagegen machen. Musstest du halt einfach so hinnehmen. Ist wirklich, also ist immer noch sehr traurig. Auch schade, weil jetzt ist auch der Stamm weg und alles. Also die wollen das wirklich auch vertuschen, so die Stadt, ne? Das muss man sagen. Wer weiß, was sie damit gemacht haben. Gehört das alles noch dazu? Zu eurem Garten oder ja, zu der Area? Das ist alles unser Garten gewesen. Alles. Der Parkplatz auch. Da auch noch. Das sind auch alles unsere Autos, weil wir haben die Schlüssel verloren. Ah, fuck. Deswegen. Immer noch dieselben Autos, ja? Das sind auch immer noch dieselben Autos. Damals waren sie halt noch cool. Ja. Na, jetzt sind sie halt älter so. Hier haben wir auch, die beiden haben wir auch sehr Fußball gespielt. Ihr habt da vorne, ich habe euch mal gesagt, da hat ein Kumpel von mir gewohnt, Dennis hieß der. Ich glaube, den habe ich auch erwähnt. Meine Mutter wollte nicht, dass ich mit dem Kontakt habe so. Der hat halt da gewohnt, haben uns hier voll oft getroffen, so zum Fußballspielen oder so. Das war eine gute alte Zeit. Aber es ist ein ziemlicher Assi, glaube ich, auch geworden, locker. Kein Kontakt mehr? Nee, Mann. Auf gar keinen Fall, ey. Digga, ich bin erfolgreicher YouTuber. Ich gebe mich nicht mehr mit Leuten aus dem Ghetto ab, so weißt du. Ja, wenn auch Dennis heißt, dann ist halt eh. Man hat das Ghetto aus KuchenTV so rausbekommen, weißt du. Ja, aber man kehrt immer noch mal zurück. Ich meine, ich schlag mich zwar noch ein paar Mal so auf der Gamescom fast, aber sonst... Alter, der Teich! Wer ist der Amazonas, ey? Ja, da oben übrigens, glaube ich, war glaube ich schon in der Straße, glaube ich, da irgendwo hat auch ein Kumpel gewohnt, Marvin. Falls du das siehst. Und Sohn.
Ja. Korrekter Junge. Ja, das war so eine richtig komische Freundschaft, Alter. Also in den ersten vier Klassen waren wir gar nicht so krass befreundet. Und dann bin ich in die fünfte gekommen, Gymnasium, war mit ihm in einer Klasse, so der einzige aus der alten Schule noch. Dann war man natürlich so dick befreundet, so, ne? Man musste sich ja gegen die, aus den umliegenden Dörfern, die so Häuser und so hatten, musste man sich halt wehren, wenn man so im Ghetto gewohnt hat, so, ne? Mhm. Wir haben uns so oft gestritten, Alter, ohne Witz. Wir haben alle zwei Wochen irgendwie Streit gehabt und unsere Freundschaft ging immer wieder auseinander. Richtig dumm, ey. So, in 187 auch. Alter! In Salzgitter sind die bekannt. Das ist auch also sehr gut gemacht, auch. Also die Türen müssen gar nicht irgendwie am Boden sein. Nee. Oder so, sondern einfach genau. Über der Erde. Gut, hier habe ich keine Erinnerung. Wir gehen jetzt zu einem Spielplatz. Der Heiko-Spielplatz. Geiler Name auch. Wie? Klingt nur voll assi irgendwie so. Heiko? Heiko alleine. Was für ein Name, oder? Ja, Alter. Ja, also, keine Ahnung. Das Ding ist, ich fand den schon immer unsympathisch, den Spielplatz, wegen dem Namen. So Heiko. Heiko-Spielplatz. Warum kann der nicht einen normalen Namen haben? Ja, heißt der offiziell so oder habt ihr den so nur so genannt? Nein. Das heißt wohl offiziell so, soweit ich weiß. Okay. Und, ja, da ging auch mal öfter so das Gerücht rum, oder ich weiß gar nicht, ob das real war oder nicht, hat man aber so mitgenommen, dass so Leute da Spritzen versteckt haben im Sand. Also hat immer sehr viel Spaß gemacht, da zu spielen auf jeden Fall, das muss man sagen. Habe ich übrigens schon gesagt, ja, kriegt man Battle the M, 10% von Gruppen. Hast du noch nicht gesagt? Noch nicht gesagt, gut, dann sage ich das jetzt. Also nicht nur die, auch andere Jacken, ne? Ja, hier haben wir mal Fußball gespielt. Und ich bin auf so einen Kackhaufen ausgerutscht und dann voll mit dem Arsch rein, Alter. Mein ganzer Arsch war voller Hundekacke, das war auch ganz nice. Ja, Throwback. Das sind Dinge, an die ich mich noch erinnere. Weil ich hatte eine harte Kindheit, so, das muss man einfach mal sagen. Das war nicht. Das war real hier, Mann. Wer ist Bushido? Ja, Mann, wer ist das? Jesus, Alter. Wer bist du? Kein Flüchtling hat es so hart wie ich hier in diesem Ghetto gehabt. Muss man einfach sagen. Wer ist das Mittelmeer, so weißt du? Ja, niemand. Auch sehr gut von den Leuten hier nochmal Salzgitter-Bad hinzuschreiben, damit die Leute auch wissen, wo sie wohnen. Das ist wirklich ein Weltkulturerbe hier, ja, ne? Das ist Weltkulturerbe hier, ja. Ich find's eigentlich krass, wie wenig hier gesprayt ist, um ehrlich zu sein. Also das hier auch, ihr seht, jede Wohnung ist auch leer. Also wenn ihr mal so drauf achtet im Video allgemein, wenn wir irgendwelche Häuser oder so, wenn die irgendwie im Hintergrund sind, einfach. Dann ist ach, Heiko-Spielplatz. Sehr gut, Heiko. Macht's aber auch Heiko? Nicht besser. Rocks. Ah. Stefan, Spielplatz wird nach dir benannt, ey. Hast es geschafft, ey. Mia Magma, ja. Mia Magma-Spielplatz. Geil. Bleibt nicht nur in seiner Umgebung, sondern man ist halt jung, wild, so man will raus aus dem Ghetto, so weißt du, und dann kommt man halt zwei Straßen weiter, kommt man halt an den Spielplatzstrich, so. Das ist einfach real, so, ne? Okay, so ein Strich zu gehen ist real. Der geht echt, ja, der wurde auch bearbeitet leider so ein bisschen. Vorher war hier so ein Fußballspielplatz, das war ganz geil. Junge, die haben ja hier richtig einen rausgehauen, Alter, was ist das denn? Da muss aber jetzt auch rutschen, oder? Digga, wer bezahlt die Scheiße? Ja, ich mit meinen Steuern, klar, aber warum? Was ist als Boss-Trafo? Eigentlich kannst du einfach hier hochklettern. Ja, stimmt eigentlich, ne? Hm. Boah, Junge! Junge, was, Alter? Heftig, Mann. Alter. Kann man so krass sein, ey. Auch nochmal Props an die Hose. Meine Freundin wollte, dass ich die habe, dafür durch die Anal ficken, ist in Ordnung. Die Dinger sind ja eigentlich noch so dran, aber die gehen einfach alle kaputt, weil meine Knie zu muskulös sind. Was ist das für eine Qualität, Zara, Alter? Also das war damals auch schon da. Das ist halt also wirklich das Coolste auch gewesen früher. Warte, ich geh zuerst drauf, weil ich bin größer. Kleiner. Ich bin größer. Macht immer noch genau so Spaß wie damals, ey. Ich feier das. Das ist echt ganz geil. Ja, damit ist das Video auch beendet. Wow, Junge, ich bin voll weit oben. Fun Fact, falls ihr es noch nicht gesehen habt, da oben sind Raben. 3 Stück. Alter. Ich würde ja generell mal gucken, welche Tiere habt ihr gesehen bei dem, was wir jetzt gefilmt haben. So. Bin ich echt gespannt. So, jetzt gehen wir zur Schule, weil die ist gleich hier vorne, wo ich als erstes war und als drittes. Das war irgendwie eine Grundschule, direkt neben meinem Zuhause quasi. Und in der dritten Klasse wurde das einfach zu einem Gymnasium umgeändert. Und das war voll scheiße, weil ich habe ungelogen 3 Häuser weiter gewohnt. Also um 8 Uhr war Schule, ich bin um 7.55 Uhr los. Beste. Und war dann noch 4 Minuten zu früh da. So, das war echt geil. Danach musste ich halt mega weit hochlaufen, weil die Grundschule ist da ganz hinten auf dem Berg. Da müssen wir noch hinfahren. Ach du Scheiße, Mann. Und ja, dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Ja, und dann war ich wieder da auf der Schule drauf. Junge. Und hab ziemlich verkackt. Aber das ist egal, weil ich habe jetzt YouTuber nicht so. Ich fick alle weg. Wollte gerade sagen, ey. Ja, wenn ihr aus meiner alten Schule kommt, wir können gerne einen Gehaltsvergleich machen so. Ja, gucken wir mal, wer hier. Der Junge ist bodenständig, das ist nicht gut. Die Rolex hat sich nicht von selbst bezahlt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Trage ich jetzt natürlich nicht, weil wenn ich die hier trage, Alter, dann bin ich dann gefundenes Fressen. Ja. Wie Bären für Kaninchen. Was? Der Gart hat nicht gesagt. Wo ich auf Gymnasium war, ich hatte Schwimm-AG. Ich weiß gar nicht warum, das war mega scheiße.
Ah, ging eigentlich, als Kind ist es in Ordnung. Und ich wusste das nicht. Beim ersten Mal schwimmen haben wir uns hier getroffen und sind dann halt dahin gefahren. Und ich stand halt vor meiner Klasse, weil er hat mir gesagt, wo ich hin muss. Da ist keiner gekommen. Da bin ich 2 Stunden, habe ich da einfach geschaukelt auf dem Spielplatz. Was? Ja, absoluten Fick gegeben, so. Gar nicht nachgefragt oder so. Ja, egal, passt schon. Die Lehrer mochten mich eigentlich immer ganz okay, weil meine Note halt immer war eigentlich auch relativ beliebt bei den Lehrern, würde ich so sagen. Deswegen, echt? Deswegen war es egal, so, weil es ist so Freifahrtschein einfach. Perfekt. Ja, da machst du halt nicht da. Was ist das hier für ein Haus? Das ist auch das Gymnasium. Achso. Aber ich glaube, das ist sogar Gymnasium und Hauptschule zusammen. Also müssen wir. Perfekt, Alter. Da treffen auch keine Welten aufeinander, das haben sie gut gelöst eigentlich. Einer hatte mal so eine Reißnadel in der Hand, hat mir einfach die Hand gegeben. Ich dachte so, ja, gebe ich mir halt die Hand. Und dann hatte ich da ein kleines Aua. Irgendwann, ey. Das hat zum Glück nicht geblutet, weil der war nur 3 Klassen über mir, also ich hätte halt weggeboxt. So, ne? Heute ist der Typ Mario Barth, ey. Ja, dann hier, das war tatsächlich mein Schulweg, also hier rein, zack, direkt hinten, sind wir ganz chillig. Wir gehen erstmal hier drauf, das ist ein Bunker wohl, wurde uns zumindest immer gesagt, ich weiß es tatsächlich nicht. Wir haben den natürlich versucht aufzukriegen, aber als Kind ist es natürlich relativ schwer, wenn Erwachsene schon wissen, dass da ein Bunker ist, den dann irgendwie aufzumachen. Hier haben wir auch sehr viel gespielt, aber es ist auch, also ich finde es für Kinder, es ist echt geil, so ein kleiner Bär. Ja, Mann, würde ich auch gerade sagen. Das ist schon ganz nice. Ich habe mal 2 Freundinnen gespielt, da war ich irgendwie 8 oder so und die eine hat erstmal in die Ecke gekackt. Kein Witz. Ja, habe ich auch nicht verstanden, aber geil auf jeden Fall. Ehrenfrau. Ja. Das ist dieser Bunker, ja? Das müsste. Ich weiß nicht, ob das ein Bunker ist. Wurde uns halt als Kind gesagt. Glaub nicht, oder? Aber. Weiß nicht, hast du einen Schraubenschlüssel dabei? Stimmt, eigentlich ist es ja voll einfach aufzumachen. Ja. Nee, ist nicht bestimmt irgendwie festgelötet oder so. Hier waren mal 2 Tore. Da sieht man sogar noch die Löcher, wo die Tore drin waren. Ich weiß nicht, warum sie es weggemacht haben, weil es war halt mega geil. Du hast hier halt direkt in der Umgebung so einen Platz zum Fußballspielen halt. Verstehe ich aber auch nicht, ey. Das war eigentlich perfekt. Aber dann haben die sich gedacht, Spaß gibt's hier nicht. Nee, Mann. Auch Fun Fact, wo ich irgendwie so, keine Ahnung, ich war so 9 oder so, ich habe hier mal so einen Stein genommen und den einfach ins Fenster geworfen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Also, keine Ahnung, ich wollte es eigentlich nicht machen, also es war keine Absicht oder so. Ist es kaputt gegangen oder? Ja, ist kaputt gegangen. Ich saß auch dann irgendwie beim Direktor oder so kurz mit einem Kumpel. Mit diesem Dennis sogar war das. Ich weiß nicht warum, so, um ehrlich zu sein, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, ich wollte nicht mal die Scheibe treffen oder so. Irgendwie ist er, also vorher ist so ein Fahrradfahrer lang gefahren irgendwie. Dennis hat so aus, also hat gesagt, um mich zu verteidigen, so ja, der wollte ihn treffen, weil er uns beleidigt hat. Rückblickend gesehen wäre es eigentlich sogar schlimmer, aber kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Ja, hier war, also es gab halt so 2 Spielplätze, den vorderen und den hinteren, wie man da gesehen hat, das war halt eher so für ältere Leute, hier ist so für Kinder gewesen. Auch alles kaputt übrigens, weil genau da, wenn ihr gerade durchguckt, war mal eine Schaukel, aber, war eine Rutsche. So. Wer rutscht? Ganz ehrlich, Alter. Dürfen Tore wegzumachen. Kinder sollen keinen Spaß haben, da muss eigentlich Tische hin, damit die da lernen können, ja? Ist so, ey. Kommt auch noch deinen Klassenraum an, oder? Ja, einfach rein so. wir drehen nur kurz. Digga. Wir haben auch keine Genehmigung. Digga, die haben ja alles weggemacht. Da war mal so eine Wand, wo man hochklettern konnte. Da war mal so eine Wippe. Alles weg, Digga. Einfach alles. Okay, hier wird doch auf jeden Fall gut der Rasen gemäht. Also Props an den Typen, der die Aufgabe hier hat. Also ist voll komisch, weil hier ist so ein bisschen so Rasen, dann ist da so ein bisschen Kies. Also da haben sich wirklich auch einer Gedanken gemacht. So. Nee, man wird wirklich. Wenn den Spielplatz entwickelt hat, wirklich gedacht, ja, ich liebe meinen Job. Ich liebe es. Ja, ich weiß nicht, willst du kurz rein oder? Ja, ich guck. Ich film ja nur. Stinkt immer noch genauso wie vorher, Digga. Das ist Schule, Digga. Da unten war mein Klassenraum, by the way, und dann war. Hallo! Moin! Diese Kunstwerke, Digga, diese Kunstwerke. Ja, nice. Junge, ey, Masken. Digga, Rey Mysterio, Alter. Für unsere Rap-Karriere, ja, Mann, neues Alter. Image. Und hier ist natürlich auch ein geiles Haus, Alter, wenn die ganze Zeit die Kinder beobachten kannst, wie sie rübergehen. Digga, wenn du das siehst, wer das Haus hat, Alter. Ich blick auf dich auf, Alter. Du bist wirklich so ein Vorbild für mich. Ich find's auch toll, die Kinder lassen auch keinen Müll hier liegen oder so, weißt du? Das sind halt, die sind wirklich so gelehrt. Die ernähren sich aber auch gesund, ne? Also. Ach ja. Juden. Juden. Ist echt cool. Ey, das ist die YouTuber? Ja, kann man so sagen. Bist du auch YouTuber? Bist du auch YouTuber? Nein. Okay. Hättest du jetzt deinen Kanal verlinken können? Erwähnen mal jetzt. Also hier war ich. Wie heißt du bei diesen 66 da, wo du alles machst? KuchenTV. KuchenTV auf YouTube? Ja. Okay, danke. Bitteschön. Danke, Mann. Abonnierst du mich auch? Gib mir 5 Sekunden. Ich heiße Timothy, die abonnierst du mich auch? Abonnierst du mich auch? Ja, natürlich. Ja, Mann. Und wie heißt du?
wie heißt du? Ich heiße Timothy D. Ist klar zu schreiben, aber ich weiß. Bis dahin. Ehrenmann. Er findet dich niemals. Wenn du mir sagst, such nach Timothy D. Ich weiß nicht, wie ich schreiben würde, aber nicht richtig. Der Aufenthalt ist schulfremd nicht gestattet. Ja, da gehen wir mal durch, oder? Ja, hier war ich nicht so viel, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber wir hatten hier mal so ein Fußballturnier in der Halle. Unsere Mannschaft war ziemlich scheiße, aber also von den Klassen her. Ich war natürlich Topstürmer, ich war Stammspieler. Ich habe ein Tor gemacht, das 1-0. Wir sind trotzdem rausgeflogen, aber egal. Legende. Das war so mein Ronaldo-Moment auch, wo ich so dachte, ja, ich werde noch Profifußballer, aber... Ja, naja. Ja, wir gehen jetzt hier außen rum. Dann checken wir direkt die andere Hälfte von Salzgitter ab, dann sind wir fast schon fertig. Dann müssen wir aber noch einen Döner essen. Also in Salzgitter gibt es den besten Döner der Welt, das ist kein Witz, Alter. Das ist also bisher wirklich der beste Döner, den ich je gegessen habe, das ist krass. In Braunschweig gibt es keinen besseren, leider. Wenn ich schon mal hier bin, dann muss man sich das gönnen. Ist so, ey. Hier wird auch schön auf die Sicherheit der Kinder geachtet, ja. Wenn die hier lang müssen. Also nicht irgendwie auf der Straße gehen oder so, nee. Sondern... Man hat wirklich auch noch mal so einen zweiten Bürgersteig, Gehweg. Ist wirklich auch nett, dass er mal abgeriegelt ist, dass man noch nicht überfahren wird in der Zeit, also echt super gemacht. Und da kommt ja auch niemand durch, wenn er jetzt ein Auto reinfährt oder so, hat er gar keine Chance gegen diese Mauer. Ich finde es auch schön, dass sie sich hier auch darum kümmern, dass der Weg hier nicht mit irgendwelchen Dornen und sowas... wirklich, der wird. Die Stadt merkt das auch, die sieht das Problem und die weiß auch genau, was sie dagegen tun muss. Ja. Das ist das tolle an Salzgitter-Bazo. Was halt auch mega geil war, also wir sind halt irgendwann umgezogen mit 6, 7, weil wir halt richtig Stress mit den Nachbarn hatten. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Eigentlich haben wir uns ganz gut mit denen verstanden und irgendwann so, also habe ich so, kam es mir so vor. Das war ganz fies. Die haben zum Beispiel mal mit Kleber einfach unser Schlüsselloch zugeklebt. Dann sind wir nicht mehr in die Wohnung gekommen. Also sind wir durch ein Fenster, was angekippt war, aber trotzdem richtig mies. Hier habe ich auch sehr viel Fußball gespielt, weil hier hat eine Freundin gewohnt früher. So viele Tore passiert, das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, ihr habt immer mit Stöckern gespielt. So als Schwerter zum Beispiel, oder ja, Laserschwerter. Zu der Zeit ist gerade Star Wars 3 rausgekommen, da war der Hype hier, Digga. Hier Alter. War der Hype. Wie fast Star Wars so, gesehen? Fast so wie Kuchen-TV heute so. Alter, das war krass gewesen sein, das oder? Das muss echt krass gewesen sein. Gab's denn vorher auch schon einen Spielplatz hier, oder was ist das? Den gab's früher auch, ja. Da haben wir nicht so viel gespielt, wir gehen mal hier hoch. Ja. Ja, der war halt so... Weiß ich nicht. Also hier haben wir auch mal gespielt, aber halt auch nicht wirklich extrem viel. Alter, Mann! Digga! Können wir das mitnehmen? Digga! Hier, ey, ich bin Tierfreund. Also hier! Hier! Da gibt mir da keine Körner mit. Jetzt wieder hier nach, also gehen wir da nach oben. Da hat auch ein guter Kumpel von mir mal gewohnt. Ja. Kann man nicht so viel zu sagen, der hat halt gewohnt. Haben wir sehr oft gespielt bei ihm. Was haben wir? Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel, hast du Yu-Gi-Oh! Gespielt? Ja. Yu-Gi-Oh! War Beste so. Wir haben auch mal versucht, so Duel Monsters oder so, ist glaube ich so ein anderes Spiel, ich weiß gar nicht. Irgendwie, das haben wir mal versucht, aber es war einfach scheiße. Yu-Gi-Oh! Das Yu-Gi-Oh! Ist einfach so das Krasseste, da kannst du auch nichts gegen tun. War es bei euch auch verboten in der Schule? Nee. Echt nicht? Bei uns haben die sich immer geschlagen. Wegen den Karten, deswegen war es verboten. Ja, das habe ich auch von anderen Schulen gehört, aber bei uns war es nie so. Wir sind halt in der Schule. Weißt du, so Salzgitterbad, das ist zwar ein Ghetto so, aber wenn es um Yu-Gi-Oh! Karten geht, so, da wird halt nicht drüber gestritten. So. Genau. Das ist so die Regel Nummer 1 im Ghetto auch, über Yu-Gi-Oh! Karten. Da gibt es halt keinen Streit einfach. Nee. Also keine Schlägerei zumindest. Auch richtige Sad Story, also das war auch so mein Moment, wo ich so dachte, Digga, reiß mir mein Herz direkt raus und werf es in den Mixer. Klassiker. Hier vorne sieht man gleich, ist neben dem Zaun noch so eine Dreckerhöhung einfach, keine Ahnung. Und da war, also das hier war früher richtig geil, da waren so richtig viele hohe Büsche, Bäume und so, aber da waren da richtig viele so Gänge drin einfach, also es war nicht so richtig dicht, so, da konntest du als Kind so geil drin spielen und den einen Morgen gehe ich hierher, alles kaputt, liegt alles da, perfekt klein gemacht zum Schreddern, der dann auch irgendwie ein paar Stunden später gekommen Digga. Ist. Das war so mein Moment, wo ich wirklich so heulen konnte, weil es war wirklich so geil. Es ist auch nie so gut nachgewachsen, also immer noch nicht. Ich wollte gerade sagen. So, die Kinder von den heutigen Generationen, die wissen das gar nicht, wie geil das ist. Ja, schon direkt hast du es gehört. Hey. Man merkt, die Leute sind auch hier wirklich so ruhig auch. Das finde ich toll. Also. Gelassen auch. Ja, dann gehen wir direkt hier vorne hin. Hier ist meine zweite Wohnung gewesen, wo ich auch irgendwie 6 Jahre oder so gewohnt habe, bis ich zu meinem Vater gezogen bin. Ja, da ist es, Leute. Da. Das Graue? Ja, das Graue. Ja, war eigentlich auch ein ziemlich cooles Haus. Also ging auf jeden Fall fit. Hier auf dem Platz. Gehen wir mal kurz hin. Ich erinnere mich nicht gerne an diesen Platz zurück. Also abgesehen davon, dass ich da halt ganz normal Fußball und so gespielt habe, wie die Kinder das halt so machen, haben wir hier auch eins meiner ersten Videos aufgenommen. Die Fußball-Challenge mit Marcel. Die haben wir halt gespielt, da war das Tor.
Oh. Da habe ich geschossen. War einfach. War dann halt. Ach, das war das Tor, ja? Ja, aber das Gute ist halt auch, dass der Ball dann nicht auf die Straße fliegt. Ja, das war auch schön. Wir haben auch nur fast zwei Autos getroffen, aber es ging auf jeden Fall fit. Ja, meine Wohnung war die übrigens da oben, weil es ein Satellitenschüssel ist. Also das erste, also die zweiten Fenster halt. Da war auch mein Zimmer hier. Ne, da in der Ecke. Das oben links. Oben links, aber ganz oben links, ja? Nein, das zweite. Also ach so. Zweite und dann. Also erste OG quasi. Achso, okay, links. Da war dein Zimmer, oder? Da war mein Zimmer. Da wurden Nutten gepellt, das glaubst du gar nicht, Alter. Weißt du, hast du das auch gemacht? Es gibt diese Feuerkäfer, diese roten, die haben wir hier immer mit Glasreiniger abgesprüht, weil dann sind die gestorben, so nach einer kurzen Zeit. Nee, Mann, wir haben nur Wespen immer geköpft. Da ist übrigens die Schule. Ja, also ich muss echt hier nur die Straße lang gehen, dann war ich halt sofort da. War halt sehr chill. Ja, hier war ich auch. Hier haben wir auch sehr viel Fußball gespielt. Das heißt auch, sind einfach nur Wäscheplatz. Also ihr seht schon, es ist sehr viel Fußball bei mir in der Kindheit auf jeden Fall. Mhm. Ist krass, dass ich trotzdem so scheiße bin. Wirklich. Und ja, auch ein kleiner Funfact an die wirklich richtig Hardcore-Fans. Ich habe ja mal diesen Dreamcake-Kanal gehabt. Da habe ich ja hin und wieder, was ich geträumt habe, habe ich da halt hochgeladen. Es gab ein Video, da habe ich gesagt, dass ich irgendwie mit Manuel und noch ein paar anderen mich weggelaufen vor der Polizei und auf einmal hat Manuel einfach einen Joint gebaut. So. Also ist eigentlich, es hätte kein Traum sein müssen. So. ja, und das war tatsächlich auch hier in Salzgitter, komischerweise. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Also wer auf jeden Fall ein Hardcore-Fan ist, der lässt jetzt einen Daumen nach oben da. Lasst einfach alle einen Daumen nach oben da. Ich bringe mich hier voll in Gefahr für euch, ja. Also wenn das kein Daumen nach oben wert ist. Hier war so, keine Ahnung, so ein Ort, wo ich halt, ja, einfach so ein Schleichweg quasi, weißt du, man als Kind ist so, du gehst nicht die normalen Wege, weil das ist viel zu oldschool so. Du musst dich so durchsneaken und so, dass nicht gesehen werden. Also deine anderen Freunde dürfen dich nicht sehen. Wenn du zu einem gegangen bist, der andere hat dich gesehen, sofort Freundschaft beendet. Gab es direkt Schlägerei, so Ghetto und so, man kennt ihn. Deswegen hier. Alter, hier auch noch. Über die Wiese. Über die Wiese, Digga. Ich lass nicht mit mir reden, als wäre ich ein Taubstummer. Und da ist übrigens, also da vorne ist wieder meine Sparte. Wir sind gleich wieder beim Auto erstmal. Okay. Da war übrigens mal so ein echt bekanntes, so eine Kneipe, die wurde leider abgerissen. Traurig. Die gab's also hier stand ein Haus, ja? Ja, die gab es irgendwie 50 Jahre oder 40 Jahre oder so und dann zack, weg. Okay. Ja, das Gitter halt, ne? Was willst du machen? Mal Kneipen laufen doch ja eigentlich, oder? Offensichtlich nicht. Na gut. Nee, ich weiß auch nicht warum. War auch so ein Hotel, glaube ich, mit drin. Wer auch immer. Wer denkt sich so, ja, Salzgitterbad. Ja, hier an dem Kiosk habe ich mal geklaut, so ein bisschen, kann man so sagen. Es gab diese 50-Cent-Päckchen, diese Fußballsticker, die du immer ins Heft eingeklebt hast. Mhm. Und ich kannte die halt so ein bisschen durch meine Mutter und so. Und wenn ich mir zum Beispiel für 2 Euro geholt habe, habe ich mir einfach 5 oder 6 Päckchen rausgenommen, weil ich das selber machen durfte. Und irgendwann war ich mal mit so einem Typen aus der Straße da. Und ich meine so, ja, Digga, ich zeig dir jetzt mal was. Dann nehme ich so irgendwie 8 Stück, also so richtig viel zu viele eigentlich. Und er sagt dann so, Digga, du hast dir zu viele genommen. Legt dann so eine weg, er sagt immer noch, Digga, zähl doch mal richtig nach. Richtiger Hunger. Wie kann man so ein Mensch sein, Alter, ohne Witz. Kann man so ein Auge machen. Ja, das ist, ey, ohne Witz. Wenn du das siehst, Alter, der hat eh sein Leben verkackt, hundertprozentig. Also da bin ich mir sicher. Hier haben wir mal Wrestling gespielt. So irgendwann so mit 10 oder so, so Smackdown und lief ja immer im Fernsehen. Das war so cool, dann durfte man so lange wach bleiben, dann konnte man das noch sehen. Und dann kannst du, ey, was geht? Kackt die gerade? Ich weiß es nicht. Ehrenkatze auf jeden Fall. Ja, hier haben wir so Wrestling gespielt mit so einem, keine Ahnung, so einem 10-Jährigen, so ein 6-Jähriger oder so war dabei. War natürlich lustig, weil den konntest du halt vermöbeln. Der hat irgendwann sogar mal geheult, nicht wegen mir, aber der hat geheult. Das war so ein Moment, wo du so dachtest, haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht? Ja, wir fahren, müssen jetzt mit dem Auto fahren. Ich nehme euch nochmal mit, da wo ein anderer Kumpel noch gewohnt hat. Dann müssen wir noch einmal hoch zu so einem Fernsehturm. Ja, also nicht Turm, Bismarckturm heißt der. Der ist ganz geil. Und dann geht's noch zu meiner alten Schule. Das ist eigentlich schon alles gewesen. Das Video wird einfach maximal zu lange, ey. Mal gucken. Wir haben auch mal so eine Familie mit so 4 Kindern oder so gewohnt. Waren eigentlich auch ziemlich chillig alle drauf. Genau hier, war eigentlich ganz nice. Ja. Auch geil, sorry, hier wurde ich mal angespuckt von einem. Ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat irgendwie. Zuerst habe ich ihm irgendwas getan. Der war aber älter als ich, keine Ahnung, beleidigt oder so. Dann hat er mich irgendwie gejagt und dann hat er mich da mal erwischt, mich so angespuckt. Aber dann war auch wieder gut so. Das ist halt das Ghetto so, weißt du so. Ja. Man bezahlt halt für das, was man macht und dann ist wieder Freundschaft so. Dann ist egal. Das ist halt das Geile. Die hat auch guter Kumpel gewohnt. Marcel, das ist der von dem Video mit den... Gibt das Video noch online? Na klar. Junge, Alter. Keine Frage. Genau da im ersten Haus gewohnt. Hier haben wir auch sehr viel gespielt natürlich. Und ja, hier war mal so ein Kiosk drin. Da haben wir die WM 2006 geguckt. Wir haben so, jeder hat so Scheiße gelabert und dumme Kommentare gemacht. Dann haben wir das auch gemacht. Und dann hieß es so, seid mal jetzt leise, sonst fliegt ihr raus. Richtige Ehrenmänner auf jeden Fall. Digga, dieses Auto, ungelogen, steht hier seitdem ich hier wohne, ist das da. Ohne Witz. Seitdem haben die Besitzer das. Ist auch gar nicht mal so scheiße, oder? Nö, ist voll in Ordnung. Wir haben immer gemacht zu dritt, einer geht immer ins Tor und zwei spielen halt und dann quasi so Liga, also jeder gegen jeden irgendwie, ich glaube mit Hin- und Rückrunde.
Und dann haben wir mal gemacht, so der zweite und der dritte musste nochmal gegeneinander und die sind dann quasi im Finale gegen den ersten nochmal der Gewinner. Was eigentlich dumm war, weil man hätte auch vorher dann keine Tabelle machen müssen eigentlich. Das ist total dämlich. So, aber ich habe sehr oft gewonnen. Ich war auch der Älteste, muss man sagen. Legende. Habt ihr auch sowas gemacht, oder? Ja, aber wir haben, kennst du Englisch? Englisch, nee. Das ist quasi, wenn du, einer geht ins Tor, ach, das kennst du wahrscheinlich unter einem anderen Namen, dann hat jeder darf nur einmal berühren. Und halt drauf schießen wir daneben, es muss ins Tor. Ach das, und ja. Und vom Tor halt einen Punkt Abzug und dann gibt es halt Arschschießen. Ja, Ball aus der Luft, das haben wir auch gespielt. Wie heißt das bei dir? Ball aus der Luft. Ach so. Oder durftet ihr immer schießen? Oder? Ja. Okay, bei uns durfte man halt nur aus der Luft. Ja. Und wenn du noch ein Leben hattest, dann durftest du entscheiden, wie der Ball reingemacht werden muss. Also quasi mit Kopf, linke Schulter oder so. Das ist geil. Das war halt echt ganz, naja, war nicht ganz cool, wenn du derjenige bist, der im Tor war. Ja, gut. Aber durftest du immerhin noch aussuchen, wie der Ball reingemacht werden muss? Hier habe ich das WM-Finale 2002 geguckt. So halb, ich bin dann zum Kumpel gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Der war zwar nicht da, aber trotzdem, dass man das mal auf jeden Fall auch gesehen hat. Na gut, also auf den Bismarckturm gehen wir jetzt nicht. Da war ich aber auch ziemlich viel. Das mache ich vielleicht mal in einem extra Video. Weil ich jetzt, also müssen wir halt so locker 10 Minuten wandern. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay. Das wird zu anstrengend. So. Ja, Zeit hätten wir sogar noch, aber ja. Muss jetzt nicht sein. Also ich denke, ihr kennt den Bismarckturm, wenn ich googelt ihn einfach, das passt schon. Aber wir gehen hier mal kurz auf den MTV-Dings. Sportplatz? Ja, da haben wir immer Bundesjugendspiele gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Digga, lass doch mal mitmachen, Alter. Wenn die mal wieder stattfinden, gucken, ob wir die Ehrenurkunde kriegen. Also ich hatte immer, also die ersten 4 Jahre hatte ich noch Bock drauf, so, und dann gar nicht mehr. Ich hatte dann immer nur noch Teilnehmerurkunde, glaube ich, das Schlechteste, ne? Ja, Teilnehmer, Sieger, Ehren. Ja, genau. Hast du sonst immer Ehren gehabt? Nee, immer Sieger. Ja, aber dann ab der 5. hatte ich gar keinen Bock mehr auf Sport. So. Und ich bin nochmal die 1 Kilometer mit dem Kumpel, bin ich wirklich so richtig langsam gegangen. Also richtig leicht gejoggt nur. Wir haben die ganze Zeit gequatscht. Wir haben, glaube ich, 10 Minuten oder so gebraucht für 1 Kilometer. Das ist wirklich bitter. Aha. Eigentlich, so 1 Kilometer kannst du doch auch fast schon durchsprinten, oder nicht? Also nicht komplett Sprint, aber so auf 80%. Ja, doch schon. Müsste man eigentlich locker schaffen. Ich glaube, das Bundesjugendspiel, glaube ich, 1. Klasse oder so. Danach habe ich auch meine ersten beiden Booster-Packs für Yu-Gi-Oh! Bekommen. Der kopflose Ritter war drin. 1450 Angriff, glaube ich, und 1700 Verteidigung oder so. Man kennt ihn. Der war, wenn der auf dem Feld lag, so, dann wussten die Gegner, okay, der macht ernst jetzt. So, dann laufen wir jetzt rüber, ja? Areal ist 24 Stunden videoüberwacht und alarmgesichert. Boah, dann eher nicht, aber ja, also das jetzt auf jeden Fall mal gesehen habe, das sieht aber auch ganz anders aus als früher, muss ich sagen. Da vorne ist halt der Sport, das ist halt echt alles umgebaut anscheinend. Wie haben die das Geld gekriegt dafür? Ja, was ist denn das für eine, ist das so ein Internat oder was? Nein, so ein Sportplatz einfach. So ein Verein halt, MTV, Salzgitter. Okay. Da vorne sieht man auch so ein Rohr, da, also sieht man halt so halb den Spielplatz und der war jetzt ziemlich cool. So, dann fahren wir jetzt noch zu meiner Grundschule. Die Primetime sollte ja da jetzt um sein, also ich... Sind ja Grundschule 8., 9. Stunde? Ja, oder? Auch? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich. Also vor allem freitags nicht. Ich glaube, freitags haben die sogar alle nach der 4. Jo, einige Leute werden euch sagen, wenn ihr das jetzt Gitter kommt, ihr müsst unbedingt, keine Ahnung, den Turm sehen oder KuchenTVs Wohnung besuchen. Aber was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist einen Döner bei Dennis Grill zu essen. Ohne Witz. Also den gibt es schon irgendwie seit irgendwie 20 Jahren oder so. Und ungelogen, das ist der beste Döner, den ich jemals gegessen habe. Ich hoffe, dass er noch genauso gut ist. Aber wenn meine Mutter gesagt hat, wir bestellen Döner, dann war der Tag auf jeden Fall sowas von gerettet. Deswegen lade ich dich jetzt auch ein, Digga. Junge, Ehrenmann, Alter. Ja, Leute, der beste Döner sieht so aus. Einfach geiles Brot. Nicht zu voll, nicht zu wenig. Ist einfach perfekt. Was sagst du, dein erster Eindruck? Also ich muss auch echt sagen, heftig. Das ist krass. Das ist der Beste. Das muss der Beste. Ich habe euch probiert, aber der sieht heftig aus. Das ist der beste Döner, oder? Ist so lecker. Alter, wie kann man so einen Döner so krass sagen? Weiß ich nicht. Ich fand den echt mega lecker. Ich esse nur leider nicht so viel immer. Aber das ist nicht so eine Kindheitserinnerung, sondern ich finde es wirklich gut. Ja, wirklich. Sehr lecker. Es gibt übrigens nicht nur den besten Döner in Salzgitter, sondern auch das beste Eis. Man sieht schon an diesem Schild, was echt grandios ist. Also hier habe ich als Kind wirklich so oft Eis gegessen, das gibt's einfach gar nicht. Das ist wirklich mega. Und da lade ich dich jetzt auch nochmal zu ein. Der beste Tag meines Lebens. Ja, ich habe natürlich, also meine Mutter wird sich jetzt hoffentlich totlachen dabei. Ich Mario Bart immer. Mokka und Vanille, das habe ich früher schon immer genommen, man kennt ihn. Einfach beste und du hast... Was habe ich nochmal? Ein Ananas und was war das andere? Kokos. Kokosnuss und Ananas. Ich wollte mal was anderes probieren heute. Ja, ja, ja. Lecker. Lecker. Ja. Doch, wirklich. Egal, wo du dieses Eis kaufst, das kann nicht schmecken. Jo, da vorne ist der Rock Market. Geiler Laden, ey. Aufgabe 2. Ja, da war mal MP drin, aber ja. Ja, die Islamisierung, oder was sagst du? Das ist schlimm. So, wir sind jetzt hier bei meiner Schule. Ihr könnt den Weg jetzt nicht nachvollziehen, weil wir haben eben das Mikrofon nicht angemacht. Schlau auf jeden Fall. Und ja, hier ist es, die Ziesberg-Schule, meine Freunde. Guck
Grundschule Amtsberg. Weil die haben sich so gedacht, YOLO, Alter, wir machen jetzt da unten was anderes hin und da mussten die ganzen kleinen Kinder richtig weit laufen. Also ihr habt ja eben gesehen, also zu meiner alten Schule bin ich irgendwie so 5 Minuten maximal gegangen, hier brauchte ich 20 hin, das war natürlich der absolute Abfuck, es gab nichts Schlimmeres im Leben. Außer dass hier eine Eisdiele nebenan ist, das ist natürlich ganz cool, aber das ist halt nichts gegen das Eis, was wir gerade da unten gegessen haben. So. Ich habe immer meine alte Lehrerin besucht, also die haben mir wirklich reingehauen. Wo auch immer die Stadt das Geld her hat, so. Also wir gucken einfach mal kurz von hier so. Einfach, also da ist auch von DFB und so weiter, das gab es früher zum Beispiel noch nicht. Also das war hier echt so ein ziemlich kleiner Spielplatz. Auch da hinten, was wir da sehen, das gab es da noch gar nicht. Da waren so Büsche, da konnte man gar nicht hin. Also konnte man hin, aber es war so versteckt. Da hat man so gespielt, wenn man von den Lehrern nicht erwischt werden wollte. Das war es im Grunde auch schon mit dem Video. Wir hätten noch in die Stadt fahren, aber ist alles egal. Das ist auf jeden Fall das, so mein Hut, wo ich so als Kind so lang gepirscht bin. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, abonniert den Kanal. Danke an Timothy, dass er dabei war. Abonniert auch ihn. Abonniert Timothy. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Bis dahin, okay, thanks, bye.